Sandra, Aufzeichnung läuft. Wir haben jetzt schon eigentlich alles besprochen, aber trotz alledem möchte ich Ja. es eigentlich aufzeichnen. Deshalb danke dir erstmal für die Zeit, dass du dir die Zeit nimmst. Stell dich mal bitte ganz kurz vor, wer bist du, wie alt bist du, was machst du beruflich, sodass wir ein Bild von dir haben. Ja, genau. Also Sandra Bürkle, 48 noch. Beruflich bin ich Personalleiterin, verheiratet, zwei Kinder im Teenie-Alter mit 15 und 17. Genau. Okay, und weißt du noch, wie wir uns kennengelernt haben? ja, über ein, ja, ich sag mal, eine persönliche Empfehlung. Also zwei Kolleginnen bei mir in der Firma haben ja praktisch ja, sich durch euch betreuen lassen in ihrem Abnehmprozess. Und ja, ich habe mich dann zu einem gewissen Punkt dazu entschieden, auch diesen Weg für mich zu versuchen, weil ich letztendlich einfach ja, mit meiner körperlichen Situation nicht mehr zufrieden war. Und so kamen wir zusammen, genau. Cool. Im Regelfall schauen diese Videos hier ja nur Menschen, die auch irgendwo so einen Trigger oder so einen Impuls haben, vielleicht etwas verändern zu wollen. Du kannst ja mal ansatzweise sagen, was für dich vielleicht dieser ausschlaggebende Punkt war, dass du sagst, ey, stopp, hier geht's nicht mehr weiter. Wir hatten das zwar gerade schon, aber nur noch mal ansatzweise. Ja, also ich würde jetzt mal da einfach vielleicht ein bisschen weiter ausholen. Ich war schon längere Zeit einfach mit meiner ja, körperlichen Situation immer zufrieden, sprich Gewicht hat nicht gepasst und auch, ich sag mal, verschiedene körperliche Beschwerden, die damit einhergehen. Und ich teile es jetzt trotzdem mal so offen, war dann im Juni. Wollte ich einen Bikini kaufen und habe mich im Spiegel anguckt und habe gesagt, so, jetzt ist Schluss, das geht so einfach nicht mehr. Und habe mir dann von meiner Kollegin eure Kontaktdaten geben lassen und habe mich dann dazu entschieden, es mit euch zu versuchen. Absolut. Genau. Und ich finde auch gar nicht, dass es was Schlimmes ist, sondern eher was Positives, dass man sagt, ey, hier komme ich nicht mehr weiter und ich will jetzt etwas verändern. Und es braucht ja meistens irgendwie so einen speziellen Genau, dann Punkt, ehe ein man. Auslöser. Ja. Genau. Jetzt sag mir mal ganz kurz, wie empfandest du denn die Zusammenarbeit alles in allem? Weil wir haben uns ja noch nie persönlich getroffen. Wir haben das alles digital gemacht. Wie hast du das Stand jetzt empfunden? Also für mich war das Programm super hilfreich. Also vielleicht so ein bisschen, was für mich einfach wichtig war. Ich für mich brauche einfach ein, zumindest am Anfang, ein sehr strukturiertes Programm, ja, wo ich einfach genau weiß, was darf ich nicht, weil mir das jetzt, sage ich mal, oder mir erleichtert es einfach den Einstieg. Und das habe ich bei euch wirklich jetzt über diese 12 Wochen bekommen. Ich würde mal sagen, am Anfang sehr strikt, aber nicht im negativen Sinne, sondern wirklich einfach, weil es mir Orientierung und Hilfe geboten hat. Sicherlich hilfreich war auch für mich, dass ich am Anfang schon auch deutliche Schritte gesehen habe. Das motiviert dann auch einfach. Und ich sag mal, über die 12 Wochen hinweg habe ich jetzt schon einfach, ja, ich sag mal, einen gewissen Lernprozess auch durchlaufen. Und das finde ich auch tatsächlich wichtig, dass man einfach so wieder ein Gespür für sich selber bekommt und letztendlich aber auch angeleitet wird, irgendwo ja selber einen Weg zu finden, wie man es auch dann in seine persönliche Lebenssituation dann umsetzen kann. Und wie gesagt, das alles auch mit eurer persönlichen Bekleidung. Ich meine, das meiste haben wir jetzt einfach über die Calls oder eben auch über die WhatsApp-Gruppe gemacht. Das hat für mich da super, super gepasst. Cool, vielen Dank. Sag mir doch mal, was ist denn in den letzten Wochen passiert? Also sprich, vielleicht auch in Zahlen, was hat sich denn verändert? Ja, also ich habe jetzt in den Wochen 11,5 Kilo knapp abgenommen. Hätte ich mir nie vorstellen können, dass das klappt. Und das aber ehrlich gesagt auch, ja, also klar gehört gewisse Konsequenz dazu.
Aber letztendlich jetzt nie so, dass ich sage, ich habe da jetzt irgendwie hungern müssen, weil das war ja auch mit einer der Punkte, wo ich gesagt habe, wenn ich hungern muss, dann werde ich unerträglich für alle, sowohl für Familie, Kinder, als auch die Kollegen. Das war mir halt wichtig, ja, dass es nicht funktioniert und wie gesagt, letztendlich dann ja einfach auch Hilfsmittel an die Hand bekommen, wie man, ja, ich sag mal, wie man vielleicht auch das essen kann, was einem schmeckt. Vielleicht in anderer Form wie vorher, aber für mich gehört trotz allem da ein gewisser Genuss oder Spaß auch am Essen dazu. Und das hatte ich trotz allem, ich sag mal, bis auf die 2 Wochen, was wir ja vorher kurz hatten. Ja, Ja. das super, super gepasst, aber auch das ist hilfreich und wichtig gewesen. Sehr gut, dass du das noch dazu sagst. Ja, richtig cool. Sag mir mal bitte anders. Also, du hast ja auch gerade im Vorgespräch schon gesagt, dass sich so ein paar Dinge verändert haben. Wie war es denn jetzt beispielsweise mit deiner Kleidung oder mit deiner Kleidergröße oder ganz allgemein mit diesem Gefühl zu deinem eigenen Körper? Ja, also wie gesagt, ich hatte ja vorher einfach auch so ein paar körperliche Beschwerden, wie einfach, sage ich mal, schnell geschwollene Füße, Schmerzen in den Beinen. Das hat sich jetzt einfach nach den 12 Wochen jetzt wirklich deutlich, deutlich verändert. Also mir geht es da echt sehr, sehr gut. Habe diese Beschwerden einfach jetzt nicht mehr. Parallel dazu, ja, passen mir jetzt tatsächlich meine Kleider alle nicht mehr, aber im positiven Sinne. Also so, ja, dass ich einfach, ich glaube, mindestens 2 Kleidergrößen jetzt weniger habe in der Zeit und ja, fühle mich da echt super, super wohl jetzt auch. Und ja, klar nochmal, es gehört gewisse Konsequenz dazu, das Programm durchzuziehen, aber auch das lernt man, genau. Cool. Würdest du denn sagen, du hast für die Zukunft irgendwie eine Marschroute oder einen klaren Plan, wie du deine Zukunft selbst gestalten kannst? Also ist das etwas, wo du meinst, dass man damit nachhaltig leben kann, oder ist es etwas, was mit dauerhaftem Verzicht oder mit sehr viel Sport oder mit sehr viel Hungern zu tun hat? Nee. Also das Erste, was ja auch für mich noch so ein Punkt war, dass ich auch ein Programm braucht habe, wo ich sage, da muss ich jetzt nicht jeden Tag einen Marathon laufen, weil das einfach, ich sag mal, so mit Beruf und Familie einfach nicht geht. Also es müssen, ich sag mal, in Anführungsstrichen überschaubare sportliche Aktivitäten sein. Und wie gesagt, auch damit funktioniert es jetzt sehr, sehr gut. Ja, und sonst würde ich sagen, habe ich schon in den 3 oder 12 Wochen ja, Hilfsmittel an die Hand bekommen, einfach zum Reflektieren, auch zum, sag mal, die Zukunft gestalten. Ja, also wirklich mal zu gucken, wie kann ich wirklich leben, also dass mir Essen Spaß macht, dass es in meinen Alltag passt, aber eben, dass auch, ich sag mal, dieser Jojo-Effekt, den man ja oft so bei so extremem Abnehmen hat, dass der einfach nicht mehr wiederkommt. Und da fühle ich mich jetzt ehrlich gesagt schon gerüstet dafür. Cool. Ja. Ich will es gar nicht in die Länge ziehen. Sag mir doch noch mal ganz kurz, alles in allem, ob du uns denn empfehlen kannst, sprich, ob eine Zusammenarbeit für andere vielleicht Sinn ergeben könnte. Bitte nichts Falsches sagen. Ja, nee, also ich kann euch da wirklich also bedingungslos empfehlen. Also ich glaube, ihr stellt euch vom Support her wirklich drauf ein, was braucht euer Kunde. Also wir hatten es ja vorher, dass ich jetzt nicht unbedingt die betreuungsintensivste Person bin, aber wenn ich ein Thema hatte, konnte ich mich wirklich jederzeit an euch wenden. Und das hat mir wirklich sehr, sehr geholfen. Und ich glaube aber auch jetzt auch so über die Calls. Ich glaube, wenn ihr einfach jemand habt, der mehr Betreuung braucht, dann seid ihr auch dazu bereit. Und ich glaube, also wie gesagt, ich kann euch da jedem, der der ja sein Gewicht in Angriff nehmen möchte, wirklich wärmstens ans Herz legen. Sandra, vielen Dank. Ich möchte abschließend auch nur noch mal sagen, dass ich dir ja, dankbar bin, dass du uns da vertraut hast, dass wir diesen Weg bis hierhin gemeinsam gegangen sind. Du warst super entspannt in der Zusammenarbeit, was ja auch angenehm ist, sage ich jetzt mal. Aber ja, sei es drum. Also die Ergebnisse sind super. Viele können sich das nicht vorstellen, ja, auch in so einem Zeitraum so Gewicht zu reduzieren.
Können sich nicht vorstellen, gesünder zu werden. Bei dir hat es jetzt für den ersten Schritt schon mal funktioniert. Du sagst ja, oh, das ein oder andere Ziel habe ich noch, was auch nicht unüblich ist, wenn man erstmal Blut geleckt hat. Aber ist ja auch völlig in Ordnung. Ja? Ist ja auch irgendwo eine Lebensaufgabe, sich um sich zu kümmern. Also so wie ich es auch vorher gesagt habe, ich hätte mir das wirklich vor den 12 Wochen nicht vorstellen können, in der Zeit so viel Gewicht abzunehmen, ohne, ich sag mal, zu hungern oder wie gesagt, die täglichen Marathoneinheiten machen zu müssen. Deswegen, also für mich war das Programm wirklich also gut auch, was in meinen Alltag integrierbar, klar mit ein paar Learnings, aber wirklich also ein Programm, was ich echt, wie gesagt, jedem da ans Herz legen kann. Weil es Vielen Dank. einfach praktikabel ist. Ja. Sandra, vielen Dank. Ich beende die Aufzeichnung, du bleibst aber noch kurz drin. Ja. Perfekt, danke.